nicht hingucken. Ich heiße Ebert Kranmann. Ich habe zwei Berufe. Ich bin bildender Künstler und ich bin Musiker. Während des Kunststudiums habe ich mal Musik gemacht, so nebenbei aus Spaß. Und aus diesem Nebenbei-Spaß-Musik ist dann die Gruppe Kraftwerk entstanden. Wir haben zusammen Musik gemacht, so die ersten 5 Jahre. Und nach 5 Jahren reichte mir das auch, dann musste ich wieder was anderes machen. Ich mache da eben so eine gerne Kombination von Synthesizer, Computermusik und elektrischer Gitarre, ne? Weil das hat eine unheimliche Power und das geht ab und ist Kraft und geht nach vorne. Haben wir mit Kraftwerk im Cream Cheese in Düsseldorf gespielt. Von Nachmittag 16 Uhr bis abends 22 Uhr haben wir gespielt, mit kurzen Pausen. Das macht heute keine Band mehr. Die spielen eine Stunde, dann kriegen die ihre paar tausend Euro, dann gehen wir wieder nach Hause. Wir haben früher sehr wenig Geld verdient, hat aber Spaß gemacht. Es gab ein ganz tolles Konzert mit Kraftwerk. Das berühmteste Kraftwerk-Konzert aus der frühen Zeit war in Leverkusen. Das war ganz toll, da haben wir gespielt. Und das war eine ganz andere Situation als in Düsseldorf, wo die dann so ein bisschen gelangweilt rumstanden, die kleinen Kiddies von der Königsallee. Und Leverkusen ist mehr so gemischtes Publikum, eher so, ne? Kräftiger, auch Arbeiterkinder dabei, die waren so begeistert. Ne? Die haben geschrien und getobt, die mussten dauernd Zugabe machen. Und der Laden war übervoll, es waren viele Leute, mehr Leute drin, als reinkommen durften. Das war toll. Ja, Kunst ist in erster Linie, muss ich leider jetzt ganz primitiv sagen, ist für mich Selbstbefriedigung. Ich mache die Kunst für mich und nicht für andere Leute. Und eigentlich die Musik mache ich auch, eigentlich auch für mich. Und wenn die Leute dann das gut finden, okay. Wenn sie es nicht gut finden, ist auch okay, dann sollen sie rausgehen. Im letzten Jahr habe ich eine Solo-Klangkunst-Performance in einer Galerie Wien gemacht. Das war in einer Galerie, da habe ich experimentelle Musik gemacht wie heute. Und in Deutschland in einer Galerie, in einer kommerziellen Kunstgalerie, stehen die Leute regungslos rum, um die Kunst zu genießen oder was auch immer. Ne? Und da standen die auch erst rum und bei der Musik fingen die plötzlich an zu tanzen. Das habe ich noch nie gesehen, noch nie in meinem ganzen Leben, dass in einer Galerie Leute auf einmal anfangen zu tanzen, weil sie Spaß haben. Das fand ich toll.
sollte es nicht sein. Oh ja, das sieht gut aus, das kommt. Das ist in Ordnung. Das sieht gut aus. Das gibt's ja nicht. Damit ich nicht alles weiter voll sauge, muss ich erstmal hier diese rote Farbe, das ist ein bisschen viel, auf dem Boden wegwischen. Boah. Schade, sieht schön aus, aber kann ich jetzt nicht liegen lassen. Oder ich lasse es einfach liegen, weil das gut aussieht. Ist ja auch ein Bild. Das wegwischen wäre ja schade. Ich glaube, ich lasse es liegen und kippe dann einfach hier weiß und schwarz drauf und lasse es stehen. Das mache ich. Irgendwie ist es sozusagen verboten in der Malerei, diese drei Dinge zu vermischen. Und ich habe es heute gemacht. Halte es ziemlich hoch, damit das Bild viele Spritzer, schwarze Spritzer bekommt. Mal gucken, was sich da tut. Ja. Oh. Oh, 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 oh. Man sieht noch zu viel vom ursprünglichen Bild. Es wird noch einiges zerstören. Naja, das ist ja langweilig, wenn man immer nur den alten Scheiß macht. Ne? Sehr interessant, wenn man experimentell neue Dinge versucht.